zu sagen, das dürft ihr nicht sagen, ist keine Aufklärung. Das ist das Gegenteil von Aufklärung. Das ist eine Tabuisierung eines Gedanken. Und wenn ihr einen Gedanken tabuisiert, wird er noch stärker. Wisst euch nicht, ist ja peinlich. Diese Angst wird größer, je mehr ihr verbietet, darüber nachzudenken oder die Angst auszusprechen. So, meine Two Cents. Und damit hören wir uns an, was diese politischen Leute mal wieder für Quatsch erzählt haben. Das wird highly beängstigend. Für euch. Jo, Freunde der kompletten Meltdowns. In Zeiten, wo Kuchenfights gerade erst angekündigt wurde, hatte Shoyoka Ende letzten Monats einen 9-Stunden-Meltdown-Stream gemacht. Und den gucken wir uns jetzt an. Ja, aufgrund dessen, dass der so lange gegangen ist, hat das Video jetzt auch so lange gedauert. Und viele Aussagen sind im Nachhinein jetzt auch nicht ganz so gut gealtert. Du hast eine Grundangst gegen die AfD. Was soll ich dagegen tun? Aufklären. Leute über ihre irrationalen Ängste aufklären. Sag es den Leuten. Sag den Leuten, dass du weißt, dass sie diese Ängste haben und dass du sie verstehst. Aber, dass wir das schon hinbekommen. Beispielsweise diese hier. Momentan herrscht beim Boys Club sehr... Da hast du leider recht, diese Mainstream-Quellen. Du kannst nicht alle überzeugen. Es gibt aber auch viele vernünftige Leute, die trotzdem irrationale Ängste haben. Viel Frustration, weil sie bis jetzt in den Gerichtsprozessen alles verloren haben. Also diese Unterstellungen aus dem niederen Volke weise ich entschieden zurück. Sehr viel Frustration. Und naja, also in dem Monat gab es erstmal eine 100%ige Niederlage gegen Tobias Hoch. Bei der negativen Feststellungsklage hat sie zurückgezogen, also auch verloren. Und jetzt war ja das Verfahren gegen Skurrus. Da gibt es zwar noch kein Urteil, aber nach der ersten Einschätzung sieht es so aus, als ob das Skurrus mindestens mal die Hälfte gewonnen hat. Da bleibt mir wirklich nur noch eins zu sagen. Ups. Ich check aber auch wirklich überhaupt nicht, wie sie darauf kommen, dass wir deswegen frustriert sind. Irgendwem kickt die Misogynie mal wieder. Also, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir verdienen uns gerade eine goldene Nase an dir. Als ob es uns juckt, ob wir da gerichtlich gewinnen oder nicht. Vor allem reichen wir ja auch kaum irgendwas ein. Bruder. Ich finde auch, dass diese Sache mit dem kleiner B-Punkt, das war auch unnötig. Da hätte ich doch jetzt nur wegen so, er hat ja auch gelacht. Das ist total unsinnig. Sie beleidigt ihn zwar, aber komm, er hat gelacht und das ist doch, er wurde ja nicht wirklich verletzt. Du kriegst auch deine Seiten. Du kriegst ein halbes Buch von mir. Ich mach das ohne Bild, weil man weiß ja nie. Auf Twitch kann ich halt nicht streamen. Es ist halt jetzt ein bisschen doof gelaufen. Das hier ist einfach Shoyoka. Sie spotten in der Gegenwart eines Gewinners. Genau, ihre Bubble guckt sich Kuchen ja sowieso nicht an. Die nehmen an, dass das stimmt, was sie sagt. Ich werde versuchen, mir das zu merken. 3.498 von Thaddäus Vierteldollars, 3.499 von Thaddäus Vierteldollars. Aber traurigerweise wird Shoyoka in diesem Stream auch ableistisch. Dass er in seinen Videos mich mit Leuten in Verbindung gebracht hat, mit denen ich nichts zu tun habe. Und wisst ihr, was sein Vorschlag war? Ich soll eine Liste schicken. Mit welchen Leuten er mich fälschlich in Verbindung gebracht hat. Nein, Mietz, das ist mein Frikassee. Nein, Mietz, böse Mietz. Nein, Mietz, das Frikassee gehört mir. KuchenTV verbreitet wissentlich monetarisierte Lügen über andere Leute. Und wenn du ihn dann darauf hinweist, dass er Lügen verbreitet hat, dann recherchiert er nicht selber nach und korrigiert, sondern erwartet von den Leuten, dass sie die Lügen, die er verbreitet hat, mit denen er Geld verdient hat, für ihn die Banken. Mehrere Sachen dazu. Ich bin also ein chronischer Lügner. Dir ist bewusst, dass chronisches Lügen eine Krankheit ist. Hast du mich hier gerade pathologisiert? Hast du das nicht mal kritisiert, dass wir das bei dir gemacht haben? Das ist halt wirklich straight up ableistisch. Wenn wir das sind natürlich Blödsinnsargumente. Er erwähnt diese Argumente nur, weil sie diese Argumente normalerweise bringt. In einer richtigen Diskussion braucht ihr mit sowas gar nicht ankommen. Wenn ihr in einer Diskussion seid und ihr redet mit jemandem und dieserjenige benutzt ein Wort, was euch nicht gefällt, dann bleibt ihr beim Thema. Ihr antwortet auf das Thema. Ihr lasst euch nicht davon ablenken, dass euch ein Wort nicht gefällt und sagt, das Wort darfst du aber nicht benutzen. Damit verliert ihr jeglichen Standpunkt. Weil ihr nicht mal auf die Konversation richtig reagieren könnt. Wenn wir das bei ihr gemacht hätten, dann hätten wir uns das wieder monatelang anhören können. Aber wenn das gegen den Boys Club gemacht wird, dann ist es natürlich nicht ganz so tragisch. Kuchen ist ganz bestimmt auch sehr anstrengend. Ich habe ihn auch vorher gar nicht geguckt, bis ich gehört habe, dass Shoyoka sich mit jemandem gestritten hat und dieserjenige die ganze Nacht als Nazi beschimpft wurde. Und da dachte ich mir, oh, da habe ich doch schon, den Namen habe ich doch schon mal gehört. Und dann habe ich mir das alles gegeben, das ganze Kuchen-Uncut.
und mal so eine Sache, damit ihr auch was lernt. Ihr müsst euch wirklich mal den Satzbau von Shoyoka angucken. Hier einfach mal ein Beispiel. KuchenTV verbreitet wissentlich, monetarisiert Lügen über andere Leute. Achtet mal darauf. Sie benutzt in Sätzen immer so viele negative Schlagwörter wie möglich. So wie hoch Hass und Hetze gegen mich von dieser infamen Bubble. Schäm dich. Ich mache das Ganze natürlich wissentlich, das ist ganz schlimm, es ist monetarisiert, ich bekomme Geld dafür, das ist auch nicht gut und ich lüge, was auch negativ ist. Ja, man kann übrigens nicht unwissentlich lügen. Eine Lüge beinhaltet immer, dass man die Wahrheit kennt, deswegen macht der Satz nicht mal wirklich Sinn, aber das lassen wir mal so stehen. Aber wir benutzen heutzutage das Wort Lüge auch sehr inflationär. Es wird dauernd gesagt, Lüge, 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 obwohl das natürlich vielleicht eine Unwahrheit ist oder nur eine Sache, die man nicht besser wusste. Missverständnis vielleicht. Aber dazu müsste man sich dann auch mal austauschen. Wenn man nämlich die ganze Zeit nur mit Missverständnissen oder mit Vorurteilen um sich wirft und sich dann Missverständnisse ergeben, könnte man auch mal dem anderen sagen, du hast da was falsch verstanden über mich und du sagst da was, was eigentlich nicht stimmt. Und dann könnte der andere sagen, du auch. Und dann tauscht man sich einfach aus und lernt sich kennen und dann sagt man, boah, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass das wahr ist über dich. Haha, lasst uns nicht mehr übereinander reden. Ja, sowas ist safe nervig. Vor allem, weil jetzt jeder denkt, dass ich nicht mal eine Frau K.O. schlagen kann. Deal. So. Das hätte letztes Jahr stattfinden können. Sie meint damit übrigens, dass ich beispielsweise im Dara-Video früher mal Shoyoka-Bubble drin hatte, obwohl Dara und Shoyoka anscheinend nichts miteinander zu tun haben. Aber liebe Shoyoka, woher soll ich denn bitte wissen, mit welchen Personen du privat Kontakt hast und mit wem nicht? Genau deswegen habe ich ja nachgefragt, dass du mir das einfach sagen kannst und dann könnte ich das ändern. Das müsst ihr euch mal überlegen. Also ich komme ihr schon entgegen zu sagen, so ey, das sind alles Leute, die zu deiner Bubble gehören, die auf deiner Seite stehen. Dann sag mir, wo es falsch ist. Ich kann das gerne ändern. Und selbst das wird ein negativ ausgelegt. Da er ja nicht wissen kann, wer nicht zu ihrer Bubble gehört, obwohl er sich für sie ausgesprochen hat, kann er das nicht wissen. Und dann müsste sie ihm das sagen, weil sie auch den Vorwurf gemacht hat, dass er falsche Leute zugeordnet hat. Ganz einfach. Satz am Ende von ihr ging übrigens gerade noch weiter. KuchenTV ist ein chronischer Lügner. Er ist ein verurteilter Volksverhetzer und er lügt, sobald er den Mund aufmacht. Und er macht es entweder, weil er zu faul und zu inkompetent ist, um Inhalte zu recherchieren, oder weil er zu selbstgefällig, ignorant und egoistisch ist und sich einfach nur selbst bereichert. Und dabei verarscht er seine gesamte Community. Also, ich bin ein chronischer Lügner, also ich mache das, weil ich eine Krankheit habe. Gleichzeitig mache ich das aber auch, weil ich einfach keine Lust habe zu recherchieren. Das widerspricht sich, Shoyoka. Wenn du mich framen möchtest, dann musst du schon bei einer Geschichte bleiben, denn beides funktioniert meistens nicht so gut. Aber so viele Sachen wie möglich in einen Satz packen, ob die sich dann widersprechen, das interessiert ja keinen. Das merkt auch einfach keiner, das hinterfragt auch einfach keiner. Wer es wagen würde, das zu hinterfragen, wird eh sofort gebannt. Lügen bedeutet, dass man wissentlich etwas Falsches wiedergibt, obwohl man das besser weiß. Das bedeutet, dass wenn ich nicht richtig recherchiere, kann es auch keine Lüge sein, denn ich weiß ja gar nicht, ob das stimmt oder nicht. Bro, machst du dir mal ein bisschen Gedanken, wie du mich framen möchtest? Und wenn ich das mache, weil ich eine Krankheit habe, dann finde ich es ein bisschen respektlos von dir, mich deswegen anzugreifen. Übrigens sagt eine Shoyoka selber auch das hier. Haben ohne mit mir zu sprechen letztes Jahr einfach Dinge sich herausgenommen, haben Situationen eingeordnet, beurteilt, bewertet, haben quasi aus einer vermeintlichen Nähe mir gegenüber, weil wir eng befreundet waren, ohne mit mir zu sprechen, öffentlich Partei für mich ergriffen. Sie gibt also selber zu, dass Menschen aus ihrem Umfeld sie ohne sie zu fragen verteidigt haben, weil die... Es ist ein Unding, ne? Da haben sie Leute einfach verteidigt und das aus dem linken Umfeld. Also, dass sich heute keiner mit ihr solidarisiert, verstehe ich einfach nicht. Eine so loyale Person, die niemals irgendwem in den Rücken treten würde, kann ich einfach nicht verstehen. So. Ach, ne? Ekelhaft. Ja, die Sache mit dem Volksverhetzer wahrscheinlich, weil du vermisst den Dara, der macht immer noch politischen Content. Aber er macht weniger Spirenzchen, ist ein ganz anständiger Kerl. Schau mal rein. Jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, die Sache mit dem ist ja ekelhaft. Volksverhetzer, da stellt man sich ja was Schlimmes drunter vor. Ja, das, was er gemacht hat, ist das so schlimm? Meine Güte. Ich habe vorhin schon gesagt, hier ist Entertainment-Bereich. Twitch und YouTube ist Entertainment. Und auch in Hollywood, beim Entertainment generell, da sind auch Leute, die haben mal Straftaten begangen, die wurden auch verurteilt. Interessiert kein Schwein. Hat noch nie irgendwen interessiert.
Rockstars. Das sind ja auch die, ne, in, weiß ich, 70er, 80er, gab es in den 60ern schon Rockmusik, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, aber das waren immer die solidesten Leute, niemals Drogen, niemals Alkohol, niemals was Verbotenes gemacht. Das im Entertainment-Bereich, da darf man auch nur arbeiten, wenn man noch nie eine Strafe hatte. Weil die Bevölkerung und die Zuschauer und die Fans, die hassen nichts mehr als vorbestrafte Leute. Das wissen wir einfach im Entertainment-Bereich. So. Das Ganze ist vollkommen egal. Diese Frau versucht die ganze Zeit Scheiße zu skandalisieren, die niemanden juckt, weil es noch nie jemanden gejuckt hat. Ganz einfach. Entertainment. Sie ist nicht auf einer Politplattform. Es ist Entertainment. Sogar Politiker. Ich wette, sogar Politiker sind vorbestraft, oder? Ich habe keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, dass da Politiker vorbestraft sind wegen irgendeinem Scheiß. Ganz bestimmt. Mal irgendwo falsch abgebogen, rot über die Ampel gefahren und 10.000 veruntreut oder sowas. So Kleinigkeiten bei Politikern. Ganz bestimmt hat es sowas schon gegeben, aber interessiert einfach keine Sau. Kann man Politiker werden ohne Vorstrafe? Was ist mit Tim Taylor? Ich bin Tim, der Heimwerker King, und das ist mein Assistent Al, der auch diesen Samstag wieder allein ins Bett geht. Wie heißt er nochmal? Tim Allen, ne? Tim Allen, Tim der Heimwerkerkönig. Es gibt übrigens auf Twitch, gibt es tatsächlich Kanäle, die den ganzen Tag Fernsehsendungen in Endlosschleife laufen lassen. Alf, hör mal, wer da hämmert, die Bandys, schreckliche Familie, das läuft da einfach in Endlosschleife. Und da hat sich Shoyoka auch schon drüber aufgeregt, weil Leute einfach Kanäle machen und da lassen die dieses Lizenzzeug laufen und die verdienen damit Geld. Und wisst ihr was? Wen juckt das? Mein Anwalt ist gerade dabei, alle Leute abzumahnen. Ich sage nicht, dass ihr das machen sollt, ja, aber diese Serien, die Lizenzrechte sind bei irgendeiner Firma. Das ist keine Privatperson, die diese Serie selbst gedreht hat und jetzt ihr hart verdientes Geld nicht bekommt. Irgendeine Firma hat die Lizenzrechte oder gerade vielleicht in Deutschland keiner. Und dann klaut die jemand und lädt die hoch. Aber was juckt mich das? Warum sollte mich persönlich es jucken, ob eine Sendung irgendwo gestreamt wird, für die eine Firma eine Lizenz hat, die sie gerade nicht verkauft oder irgendwen verkauft hat, das ist mir doch vollkommen egal. Solange keine wirkliche Person geschädigt wird, sondern nur eine Firma einen theoretischen Schaden hat, weil du hast dieser Firma ja nichts weggenommen. Es ist eine 1:1 Kopie einer Sendung, auf der eine Lizenz ist. Aber das läuft dann halt da in Dauerschleife und du würdest ja normalerweise nicht diese Sendungen irgendwo anders gucken, wo man sie in Dauerschleife. Kann man das überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber ich würde von mir aus nicht irgendwo einen Streaming-Service raussuchen, wo ich den ganzen Tag Hör mal, wer der hämmert gucken kann. Aber wenn ich auf Twitch bin, mir wird der Kanal angezeigt, klicke ich da drauf und hab plötzlich Hör mal, wer der hämmert und denke mir, ist ja voll geil. Das ist voll lustig auch irgendwie. Und dann schreiben manchmal Leute in den Chat rein. Also warum sollte mich das jucken oder sonst irgendwen jucken, ne? Außer man ist irgendwie neidisch darauf, dass die Geld damit verdienen, mit Sachen, die ihnen nicht gehören. Die befreundet sind. Aber wenn ich dann Videos zu irgendwelchen Leuten mache, die Shoyoka verteidigen und ich das dann Shoyoka-Bubble nenne, dann ist das ganz schlimm, weil mit diesen Leuten hat sie ja nichts zu tun. Auch in diesem Stream hat sie jetzt keine Namen gedroppt. Shoyoka, woher? Woher sollen wir wissen, mit wem du privat zu tun hast und mit... Ich kann auch einfach Kuchen meme. Ich habe noch einen dritten Bildschirm. Da kann ich mir das angucken und ich meme ihn einfach. Dämlich, erkläre es uns bitte. Es ist so dämlich, wirklich. Aber auch ein Rezo bekommt endlich mal sein Fett weg. Und er zum jetzigen Zeitpunkt ein Dutzend Thumbnails hat mit blauen Thumbnails von Augen von Frauen und jeder in blaue Augen sind auch misogyn natürlich, blaue Augen. Ich glaube, sie meint nicht die Augenfarbe, aber das muss man dazu auch sagen. Hi Bise Sim. Influencer, der Kuchen-TV-Videos zu Mäus schaut, ist Teil der Täterkultur und zwar auch ein Rezo. Ich denke einfach, du bist manchmal dumm. Ich bin hassungslos, wie wenig im Gehirn hier stattfindet. Also, weil sich Rezo ein Video von mir angeguckt hat, wo ich die Mäus-Thematik aufgeklärt habe, ist er jetzt ein Mittäter. Und bei den nächsten Vorwürfen lügt sie auch einfach. Unter anderem behauptet sie in diesem Stream mehrmals Folgendes über Rezo. Rezo wollte sich ganz dringend mit der Betroffenen der Mäus-Thematik solidarisieren, finde ich großartig, dass er das gemacht hat, finde ich toll. Er hat Bezug genommen auf das Kuchen-TV-Video, weil das war das erste Video, das dazu gekommen ist. Er wurde dafür in seinem Chat kritisiert. Sein Chat hat angebracht, warum Kuchen-TV. Als Antwort wurde präsentiert, naja, es gibt halt kein anderes Video. Also, angeblich hat er nur auf mich reagiert, weil es halt kein anderes Video gegeben hat. Wir gucken mal, was Rezo jetzt wirklich gesagt hat. Es gibt einige Videos dazu.
Ja. Es gibt einige Videos dazu. Es geht um Mäus. Lisa hat mir gesagt, dass das Video, was am besten die aktuelle Situation zusammenfasst oder das, was am krassesten in den letzten Tagen passiert ist. Ne? Am besten. Das Video, was am besten die Situation zusammenfasst. Nicht das einzige, das Beste. Und das von einem Rezo gesagt zu bekommen. Really? Wie kann man so viel dumme Scheiße reden und das ständig Feedback zu bekommen von so vielen Leuten? So viele Leute sagen dir, ey, wirklich, ganz ehrlich, das, was du redest, aus den Gründen ist das Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Du laberst Scheiße. Und man kriegt es nicht hin, das zu reflektieren. Ich kann mir vorstellen, dass ihr das überhaupt nicht gefallen hat und sie sofort durchruft und sagt, du, wie kannst du es wagen? Und er hat sofort auf stumm geschaltet und sie auf ghosten einfach, aus ausblenden. Es würde noch fehlen, dass Rezo irgendwann auch, das hier ist die Zerstörung. Was soll ich euch sagen, meine Freunde? Wer ist der beste Meinungsblogger, Digga? Wer ist es? Ne, wer ist es, Digga? Rezo hat selber gesagt, dass es viele Videos gibt, aber Lisa, eine Mitarbeiterin von ihm, gesagt hat, ey, das von KuchenTV fasst diese Situation nun mal am besten zusammen. Sie wirft das Rezo hier aber trotzdem 10-mal vor, weil sie zu dumm ist, um Sätze zu verstehen oder sich vorher gar nicht informiert hat. Und das ist diejenige, die mir vorwirft, dass ich schlecht recherchiere. Das kannst du dir nicht ausdenken. Dann kommen dazu auch noch solche Vorwürfe. Kaffee und Kuchen mit Rezo. Oh, geil. Geil wird das abgehen. Ach Gott, wie alle sich aufregen würden. Dann würden alle auf Rezo gehen. Sowas. Stay würde sowas von auf Rezo gehen, dass er es wagt, zu Kuchen zu gehen. Das wäre der Hammer. Meltdown der gesamten Influencer-Szene. Vielleicht ist das Shuyokas geheimer Plan. Sie will Rezo jetzt dazu bekommen, dass sie zu Kuchen geht und dann einfach die ganze Influencer-Szene explodiert. Das darf nicht passieren. Du musst Rezo einfach 2,50 geben. Wann machst du mal wieder was mit Kuchen? Ist ja jetzt quasi, ich muss am ersten Tag auf alles sofort reagieren und dann ist egal, woher es kommt und es ist egal, ob es stimmt, es ist egal, ob Kontext weggelassen wurde, weil ich habe den Anspruch nicht darauf, es richtig wiederzugeben, sondern nur sofort darauf reagieren zu können. Hier wäre natürlich eine Sache sehr interessant zu wissen. Ich habe das Video später auch gesehen, ja, sein Chat hat sich sehr aufgeregt, was ich aber auch nicht gut finde, denn es geht um das Thema. Und dieses ständige, ich mag die Person nicht, also darfst du das Video nicht gucken, obwohl das Thema, was behandelt wird, wichtig ist. In dem Fall muss man sich mit den Inhalten beschäftigen. Und die Inhalte waren gut zusammengetragen. Und das muss man ihm einfach lassen. Du willst dich mit dem Thema beschäftigen, dann musst du halt damit leben, dass jemand, den du nicht magst, aus persönlichen Gründen, das Thema trotzdem gut behandelt hat. Und du musst es dann halt auch benutzen, weil es wichtig ist, sich mit dem Thema zu befassen. Und gut aufgearbeitet muss es auch sein, weil es muss dem Thema auch gerecht werden. Und ich finde, da hat Rezo sich richtig entschieden. Und die Zuschauer haben sich ein bisschen angestellt. Aber natürlich auch nicht alle, ne? Ich meine, hat sehr viele Zuschauer und einige haben sich da aufgeregt, aber halt nicht alle. Wo wurde denn jetzt schlecht recherchiert? Und was wurde denn weggelassen? Allerdings kennen wir natürlich Shuyoka. Sie wirft es halt so in den Raum. Aber selber zu zeigen, warum mein Video schlecht ist und warum es nicht gut ist, darauf zu reagieren, das hat sie komischerweise vergessen. Aber in 9 Stunden Streamingzeit war da auch einfach kein Platz für. Ich meine, dass sie mich und meine Videos nicht mag, ist ja klar. Aber sie greift Rezo mit Lügen an und irgendwelchen Behauptungen, die sie selber nicht mal belegen kann. Also wenn ich Rezo wäre, würde ich langsam mal ein Video über die machen, aber das musst du wissen. Der Feminismus hält mich davon ab, was dazu zu sagen. Der Feminismus ist schon ein Problem. Es ist schon ein Problem an der Stelle, ja. Ihre Dummheit geht natürlich noch weiter. Und jetzt wird es richtig lustig. Wisst ihr, was KuchenTV zu dem sehr gut, toll verbreiteten Video von sich selber zu Mäus gesagt hat? Ich zitiere einmal. Zitat. Ich bin im Urlaub, aber dieses Thema muss ich natürlich so schnell wie möglich hochladen. Ey, es ist wirklich unfassbar, wirklich. So, die Frage ist, woher hat sie diese Informationen? Weil das war ein ganz anderes Video. Also, auf dieses Video hier hat Rezo reagiert und in diesem Video über Mäus war... 2 verschiedene Videos. Eins aus dem Urlaub. Da ist Rezo. Urlaub. Rezo. Urlaub. Ihr seht Rezo im Bild. Ist verdeutlicht.
war ich im Urlaub, eventuell zu erkennen am Hotelzimmer im Hintergrund. Bro, das ist so dämlich, wirklich. Denkt ihr, ich nehme meinen Hintergrund mit in den Urlaub oder was? Junge, soll ich die Wand hier abbauen und dann im Hotelzimmer aufbauen? Ey, das kannst du dir wirklich nicht mehr ausdenken. Aber wer gibt ihr diese falschen Informationen? Hat sie sich das selber falsch zusammengereimt? Oder hat ihr jemand das falsch diktiert und sie dazu gebracht, das öffentlich sozusagen vor tausenden Zuschauern, weil das waren sehr viele. Und ich habe es euch schon gesagt, ihr Chat auch noch. Der Chat gibt die Infos. Oh Gott, nein. Du sitzt vor 6000 Leuten. Davon 5000 Hate-Watcher. Und sagst einfach irgendwas, was du nicht geprüft hast. Haust das so raus. Während 5000 Hate-Watcher in diversen Chats sich wahrscheinlich versammelt haben und sich gerade darüber das Maul zerreißen, was da alles Falsches geäußert werden. An verschiedenen Stellen, überall im Internet, weil die sowieso in ihrem Chat geblockt sind, haben die sich woanders an vielen Orten versammelt. Es gibt bestimmt ganz, ganz viele. Ich kenne die 5000 nicht, aber ich bin mir sicher, dass an vielen Stellen überall Chats sind, wo die zusammenschreiben, je nachdem, wer gerade wen kennt. Und wenn so ein Stream läuft, die gucken das und gucken sich das gemeinsam an. Entweder sind sie im Voice irgendwo in irgendeinem Discord oder sie schreiben irgendwo. Oder irgendwer hat noch ICQ und benutzt das. Es gibt Möglichkeiten, sich irgendwo oder über WhatsApp, in der WhatsApp-Gruppe oder so, diese Chats, diese Watchings, diese Gruppen, Chuyoka-Anschau-Partys, die gibt es nun mal. Du guckst dir das an, regst dich auf und schreibst Leuten. Das passiert. Und vor diesen Leuten, die nur darauf warten, dass irgendwas passiert, damit sie wieder was tippen können in den Chat, vor diesen Leuten haut sie dann sowas raus. Ne? Das ist ein großes Problem. Sie zitiert mich sogar, weil sie denkt, ja Mann, jetzt habe ich ihn. Und dann lügt die einfach wieder. Ja, Chats werden ja auch, ne? Chats werden ja auch natürlich... Ich hoffe, Chats werden zensiert. Also moderiert. Ich hoffe auch, diese anderen Chats werden moderiert. Hoffe ich doch. Ich habe schon andere Dinge gesehen. Nicht jetzt. Sondern ich war in einem geheimen anderen Server, wo es nicht zensiert wird. Wo wirklich die ganze Zeit nur Drohungen ausgesprochen werden. Ich war im Abschaum von Discord. Ich habe die tiefsten Tiefen erlebt. Es ist unfassbar. Was aber mindestens genauso ekelhaft ist, ist, dass sie ihre Situation wieder mit irgendwelchen anderen Leuten vergleicht. Wie beispielsweise hier. Eigentlich hatte ich vor, diese gesamte Situation auch deswegen mitzumachen und zu Ende zu kämpfen, weil ich irgendwie die naive Hoffnung hatte, dass wenn man zu einer Carina Pusch noch mehr Fälle von diesem absolut furchtbaren Umgang von InfluencerInnen mit sensiblen Themen hat, dass dann irgendwann ein Learning stattfindet. Aber es findet nicht statt. Es findet nicht statt. Das, was bei Carina Pusch passiert ist, wiederholt sich, das passiert bei mir wieder. Dass du deine Situation mit der von Carina Pusch vergleichst, ist halt menschlich absolut ekelhaft und zeigt, dass du einfach keinen Charakter besitzt. Ich würde sie mit ApoRed vergleichen. Carina wurde von ApoRed mit wissentlichen Lügen negativ geframed. Sie wurde als Rassistin hingestellt, sie wurde beleidigt, sie wurde wirklich fertig gemacht. Dinge wurden komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Ein Mimi hat diese ganzen Sachen sehr gut aufgearbeitet, auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen. Wo ziehst du da den Vergleich zu dem, was ich mit dir in den Videos mache? Bruder, ich kritisiere dich hier meistens sachlich mit deinen eigenen Aussagen, die du getätigt hast, und stelle vor allem dieses Jahr auch nur noch Aussagen richtig, die du gegen mich drops. Du frontest mich die ganze Zeit. Digga, wie kann man das denn vergleichen? Wenn das Beste ist, sie hat doch aus diesem rechten Playbook vorgelesen, und der sich verteidigt, ist immer der Verlierer. Man darf sie nicht verteidigen. Man muss immer einfach in Angriff bleiben. Und er ist die ganze Zeit sich nur am Verteidigen. Ab und zu entschuldigt er sich. Und warum? Weil ihr diese dämlichen Politik-Dinger nicht mit Entertainment vergleichen könnt. Ihr müsst nicht mit dieser beschränkten Politik-Sicht ins Entertainment gehen und denken, dass Entertainment vor Zuschauern genauso funktioniert wie Politik irgendwo in einer Partei im Bundestag oder sonst irgendwo. Vollkommen anders.
Carina mal überhaupt irgendwas gesagt hat, dann war das immer komplett sachlich und nicht wie du das machst. Diese Situation kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen, das ist so krank. Und wenn es wirklich so ist, dass ich bei dir genau das gleiche mache, was ApoRed bei Carina macht, dann reagier endlich auf meine Videos über dich und zeig es uns einfach mal. Das Problem ist, wenn sie auf die Videos reagiert, sagt sie, guck mal, ich habe alles richtig gemacht, weil sie nicht das Problem in ihrer Verhaltensweise erkennt. Das kann sie nicht. Sie hält das ja immer noch für richtig, was sie getan hat, komplett. Deswegen dieses Reacten auf die alten Videos bringt nichts, wenn man daraus kein Learning hat und kein Learning mitnimmt. Weil das fängt nämlich immer bei einem selbst an. Dann beleg deine Aussage jetzt bitte. Kommen wir nochmal zum Mäus-Video zurück. Dazu sagt sie nämlich noch das hier. Man hat bestimmt auch nirgendwo was übersehen, keinen Fehler im Zeitstrahl gemacht und gar nichts irgendwo anders verloren. Ja und? Kein Fehler kann jeder machen, natürlich. Weil KuchenTV besonders bekannt dafür ist, dass er sorgfältige Recherche bei seinen Videos macht. Sie gibt dir ja quasi selber zu, mein Video gar nicht gesehen zu haben. Denn sie unterstellt mir einfach Dinge, ohne die überhaupt zu belegen. Und das muss man sich mal überlegen. Also, sie kritisiert Rezo, weil der ein Video von mir geguckt hat, framed mein Video negativ, obwohl sie es sich selber gar nicht angeguckt hat und geht einfach mal so davon aus, ja, das wird schon nicht so gut sein, es ist von KuchenTV. Da müsste man sich erstmal das Video angucken und müsste dann nachsehen, eventuell auch bei Anis, wie hieß sie, dass man sich das ganze Video anguckt und die ganze Thematik nachverfolgt, um zu gucken, ob da irgendwo ein Fehler drin ist, um dann sagen zu können, haha, ich habe einen Fehler gefunden bei Kuchen. Um ihm dann sagen zu können, du hast einen Fehler in deinem Video gemacht, dass Kuchen dann sagen kann, Dankeschön. Und das war's dann. Weil es juckt keinen. Schäm dich. Du hast ja noch nicht mal einen Fehler gefunden. Selbst wenn, dann sagst du es, er sagt Danke, Ende. So, ne? Das ist ein kreativer Prozess dann, ne? Kreative, konstruktive, wie heißt das nochmal? Kritik, so. Ja, was soll ich dazu sagen? Entweder du recherchierst mal das, was du ja von mir die ganze Zeit erwartest. Lieblingsstilmittel ist Deflektion. Oder du hältst dich mal an deine eigenen Vorsätze. Was soll ich dir sagen? Vielleicht deswegen. Was soll ich dir sagen? Weil InfluencerInnen nicht lernen, wann es Sinn macht, einfach mal das Maul zu halten. Genau. Denn dann wäre man kein Influencer, wenn man das Maul halten würde. Wenn du Influencer bist, wenn du irgendwas im Internet machst, irgendwas, du kannst Gaming machen und selbst da kommt jemand und sagt, warum? Warum maßt du dir an, über dieses Videospiel zu reden? Warum? Das darfst du nicht. Du hast eine andere Meinung als ich, du darfst gar nicht reden. Mit welchem Recht nimmt die Person sich raus, einem anderen zu sagen, worüber er reden darf? Ne, entweder dürfen alle reden oder es halten alle die Klappe. Aber dann darfst du demjenigen ja auch nicht sagen, dass er die Klappe halten soll, weil du musst ja mit gutem Beispiel vorangehen und die Klappe halten. Aber nice Meinung, die du da hast. Und einfach mal vielleicht zuzuhören. Ja, dann kommen wir mal zur negativen Feststellungsklage. Und jetzt, meine Freunde, es wird so lustig. Und zwar sagt sie im Stream das hier. Und ich habe mich entschieden, es nicht rechtlich verfolgen zu wollen, weil die Dynamik der Situation jetzt eine völlig andere ist. Und weil ich davon ausgehe, dass auch wenn ich letztes Jahr sicher Chancen gehabt hätte, damit durchzukommen, in der jetzigen Situation, wie wir gerade sind, und ich habe leider erfahren, dass Gerichte nicht immer detailliert arbeiten. Was hier der gegenteilige Fall wäre, wenn sie nämlich eine Unterlassung gefordert hat, und es geht ja darum, dass er Sachen gesagt hat, die nicht der Wahrheit entsprechen und ihren Ruf schädigen. Und seitdem ist aber so viel zwischen den beiden passiert, dass man nachweisen könnte inzwischen, dass es tatsächlich der Tatsache entspricht, dass er recht hatte, dass die Sachen, die er gesagt hat, stimmen, dann kann sie nicht mehr gewinnen, weil das Gericht so detailliert arbeiten würde und alles, was seitdem passiert ist, mit einbezieht und sagt, ja, aber inzwischen haben sie belegt, dass das stimmt. Das wäre eine sehr gute Aufarbeitung des Gerichtes. Wenn das Gericht schlampig wäre, würden sie sagen, nee, das können sie ja gar nicht beweisen. So zum damaligen Zeitpunkt zum Beispiel hätte er es nicht beweisen können, aber jetzt inzwischen schon. Ne? Das ist das Problem, dass sie tatsächlich in dem Fall funktionieren würden oder detailliert arbeiten würden. So. Bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich das, also dass ein Gericht entscheiden wird, dass ich das als freie Meinungsäußerung aushalten muss, was er über mich gesagt hat, weil wir einfach gegenseitig mittlerweile sehr hart in der Kommunikation sind.
So, was hat er gesagt, dass sie sehr toxisch ist und sowas halt. Der hat quasi ihr Verhalten beschrieben und ja, das muss sie wohl aushalten. Es muss ja wohl auch irgendwie jeder aushalten, was sie über andere sagt, ne? Entweder gilt es für alle, das gilt für keinen. Okay, sie sagt ja also selber, ja, also wahrscheinlich hätten wir das verloren, weil Stand jetzt wäre das wahrscheinlich einfach eine freie Meinungsäußerung. Das ist ein bisschen komisch, denn momentan geht es vor Gericht noch darum, wie die Kosten aufgeteilt werden. Und ihr Anwalt hat circa eine Woche nach diesem Stream, wo sie selber gesagt hat, dass sie keine andere Meinung zulässt, ja, wahrscheinlich verloren hätte, gesagt, dass ich die Kosten tragen muss, weil sie das auf jeden Fall gewonnen hätte. Junge, sprecht ihr euch eigentlich nicht ab? Shoyoka sagt in ihrem Stream, ja, also wahrscheinlich hätten wir das verloren. Und ihr Anwalt schreibt eine Woche später vor Gericht, wir hätten das auf jeden Fall gewonnen. Digga, das ist so lächerlich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und wenn ihr das doch so klar gewonnen hättet, wie der Anwalt schreibt, warum hast du dann zurückgezogen? Also wer von euch lügt jetzt, Shoyoka? Du darfst es dir aussuchen. Wenn ihr diese Dynamik mitbekommt, die mir gerade widerfährt, dann solidarisiert euch nicht, weil ihr mich mögt. Ihr könnt mich komplett scheiße finden. Sondern solidarisiert euch, weil die nächste Person, die das abbekommen kann, kann eure Freundin sein, könnt ihr selber sein, kann eure Mutter sein, eure Schwester sein oder eure Lieblingsinfluencerin. Dabei sind die Leute, die auf Mutter gehen, doch eigentlich Stay und Dekadent. Und die sind doch eigentlich mehr in ihrem Spektrum. Wer geht hier auf Mutter? Ne? Weil der Hass, den ich abbekomme, universal umsetzbar ist auf einfach alle Frauen im Internet. Nein, weil sich ja nicht alle Frauen im Internet so verhalten wie sie. Ich opfere mich für alle, das ist nämlich das Ding, ja. 12-jährige Tochter, ja, die wird sowas von aus dem Kanal gemobbt. Sure Jesus, genau. Und natürlich geht es nicht darum, ob ihr eine Person mögt oder nicht mögt. Darum soll es nicht gehen. Gibt jeder Person eine faire Chance. So einen langen Beef und so viel Hass hat es vorher nicht gegeben. Doch, Drachenlord. Der macht irgendwas und behauptet, naja, er hätte das gar nicht gemacht, hätte was anderes gemacht. Und die Leute gehen darauf ab, wenn jemand sich andauernd widerspricht oder behauptet, etwas getan zu haben, was er nicht getan hat. Ihr seht bei ApoRed, wie gut das funktioniert. Der macht das mit Absicht. Bei dem Video, wo er erklärt hat, dass sein Insolvenzberater Bescheid weiß, dass er doch in Wirklichkeit reich ist, hat er doch vor diesem Kleidercontainer gestanden. Und später, entweder da oder in einem anderen Video mit Kleidercontainern, hat man gesehen, dass er den Leihwagen da stehen hat, wo sogar noch der Name der Leihfirma drauf gedruckt war. So ganz kurz im Bild. Damit die Zuschauer, die Reaction-Streamer sich das angucken und sagen, da, guckt mal, da ist der Leihwagen. Das heißt, er ist gar nicht reich. Er hat absichtlich diese Hinweise in seinen Videos versteckt. Der hat nicht nur bewusst gelogen, er hat daraus eine Show gemacht, ApoRed. Komplett, das ist gelogen. Das sind Lügen, die er offensichtlich zur Show-Einlage benutzt hat. Und das funktioniert, weil wir hier auf einer Entertainment-Plattform sind und das einfach unterhaltsam ist, wenn das jemand macht. Ne? Das ist das Problem. Ani! Natürlich geht es nur gegen Frauen. Da sage ich einmal Drachenlord, schon ist der Ani da. Und dass ich halt beispielsweise viel mehr Videos gegen Männer als gegen Frauen gemacht habe, das lassen wir einfach mal weg, denn selbst deine Mutter könnte die nächste Person sein, über die ich ein Video mache. Ich habe halt auch nach 1,5 Jahren immer noch nicht verstanden, was ihr Geschlecht damit zu tun hat, denn sie frontet mich ja die ganze Zeit, aber sie geht in diesem Video tatsächlich auch ganz kurz darauf ein, wie das Ganze eigentlich angefangen hat. Und selbst da kriegt sie es nicht hin. Spoiler! Genauso wenig wie ich einen großen Skandal hatte, kann jegliche mögliche Scheiße, die passiert, genauso ausarten. Denn sie ist eines Morgens aufgewacht, hat sich ausgesucht, eine Frau zu sein und zack, wurde sie im Internet gehasst. Ungefähr so muss das passiert sein. Was war denn bei mir der Auslöser? Bei mir war der Auslöser, dass ich einen Computerspielpreis gewonnen habe und Monte beleidigt ist, dass er ihn nicht bekommen hat oder was weiß ich, was ihn geritten hat. 666, danke schön. Hasse mich, aber tu es mit Bits. Danke sehr. Ich empfehle euch übrigens, kennt ihr Legacy of Kain? Boah, ich habe da vom letzten Jahr von Your Favorite Son eine Zusammenfassung gesehen von vor, die geht ein paar Stunden. So geil, ich liebe es. Das war bei mir der Auslöser. Also bei dieser nicht vorhandenen Selbstreflexion muss man sich wirklich nicht wundern, dass man in dieser Position ist, Shoyoka. Ani, vor dem Preis. Ja, Hogwarts Legacy. Das fing mit dieser Hogwarts-Legacy-Sache an, da hatte sie die erste Hate-Welle. Und dann hat Kuchen entdeckt, wie sie auf den Parabelritter reacted hat und sich dann auch noch über Transpersonen im Kommentarbereich sich echauffiert hat, dass Transpersonen es wagen, Hogwarts-Legacy zu spielen. Und in der Doku hat sie auch gesagt, dass sie
dass sie irgendwie angewidert ist von der Rückgratlosigkeit von Leuten, die es nicht schaffen, Hogwarts Legacy zu boykottieren und das Spiel spielen. Alles öffentlich, alles passiert, alles gesagt. Sie hat sehr viel abwertende Dinge gesagt über die Allgemeinheit, über andere Menschen. Und dafür wurde sie kritisiert. Also, dass es hier gar keinen Skandal gibt, davon ist nicht die Rede. Die Sache mit dem Preis, das hat sich hochgeschaukelt. Und noch mal, hau da rein. Mit 666 Bits, dankeschön, Erebos. So, das war die Sache mit, sie war abfällig anderen gegenüber. Als das mit dem Preis kam, hat nur Kuchen und Monte irgendwie so, ja, ja, hier, sie hat doch kaum gegamed und so. Und da waren Gamer, die hatten das viel mehr verdient. Und dann kam Dekadent, der dann gesagt hat, typisch, eine Frau gewinnt einen Preis und Männer wollen das nicht wahrhaben. Und dann fängt dieser Dekadent, hat uns Sexisten genannt, nur weil wir gesagt haben, wir finden das nicht gerechtfertigt. Und außerdem war ihr Management auch in der Jury. Und deswegen gewinnen andauernd Leute, die in ihrem Management waren, diesen Preis. Was ein bisschen auffällig ist. Aber die Sache mit dem Sexismus, das war dekadent. Das war nicht Shoyoka. Und mag sein, dass das viele Leute dann auch irgendwie in den falschen Hals bekommen haben. Arnie will mich dazu verführen, Männer sind Schweine zu singen, oder? So don't you bring me down today. Dankeschön, der zweite Hype-Train diesen Abend. Du baust gerade eine paranormale Beziehung auf. Wendeley. Every day. Ach komm, dankeschön. So wonderful friend of humanity. So dankeschön. Rest. So, dankeschön, auf jeden Fall, danke. Sind wir noch bei Level 2 vom Hype Train? Da kommt ja niemals das zweite Video. Und ich weiß nicht, wo ich das dritte hin verschlammt habe. Also ich muss das mal ausgraben wieder für euch. Und dann gibt es dann nur halt das dritte Video, wo ich am Ende Wrecking Ball singe. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard before. So lange mit Bits bewerfen, bis man gebannt wird. Man muss alles mal ausprobieren. Keine Unterbrechungen mehr mit eurem Geld, das ihr einfach so in den Stream werft und mir damit die Kontrolle über den Stream wegnehmt. Das muss auf YouTube alles rausgeschnitten werden. Niemand, wirklich niemand von uns juckt sich minimal für diesen Preis. Ja, das war... Stimmt, wie alles angefangen hat. Es geht gar nicht um den Preis, genau. Mal ganz kurz Thema, aber die ganze Diskussion hat sich doch verschoben. Niemand redet mehr über diesen irrelevanten Preis. Du hast in dieser Zeit, gerade in den letzten Monaten, am laufenden Band nur noch L-Tags gebracht. Und sie denkt immer noch, es geht um diesen Preis. Und genau. Du sagst, Magic the Gathering ist das, ne, was du geschrieben hast, Arena. Hab ich kurz gespielt, hab das Tutorial durchgespielt und dann gedacht, das ist ja quasi schon so ziemlich wie Yu-Gi-Oh!, aber nicht so bunt. Dann dachte ich mir, nee, außerdem bin ich dabei eingeschlafen. Aber ich dachte mir, nee, dann lieber Yu-Gi-Oh! Den Monte unbedingt gewinnen wollte, ja wahrscheinlich, oder? Aber Monte bekommt endlich auch mal sein Fett weg, und zwar hier. Wenn du... Yu-Gi-Oh! Ist wie Magic, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn du drüber nachdenkst, es gibt fliegende Monster, es gibt in Yu-Gi-Oh! Monster, die können über die Monsterreihen angreifen und sofort den anderen Spieler angreifen. Also die verschiedenen Effekte der Karten, die gibt es tatsächlich bei Yu-Gi-Oh! So wie es sie bei Magic gibt. Nur heißt das anders bei Magic und bei Yu-Gi-Oh! Und du hast aber trotzdem Karten, die den anderen direkt angreifen können, die sofort die Lebenspunkte angreifen können oder sowas. Also diese Effekte, die ähneln sich schon sehr. Nur, dass Yu-Gi-Oh! Inzwischen vom Spiel an sich viel schneller geworden ist und dass du auch aus der Hand raus Effekte triggern kannst. Also Yu-Gi-Oh! Ist sehr schnell geworden mit ganz, ganz vielen Kontern und ganz vielen Karten, die du direkt ausspielen kannst. Aber in der Grundstruktur, wie es damals war, dass die Karten besondere Effekte haben und die Effekte an sich ähneln sich wie in Magic. Dich nicht benimmst, kriminell wärst, deine Absicht nicht ist, mit ehrlicher Arbeit dein Geld zu verdienen und du wärst kriminell, schwer kriminell, dann ganz einfach zurück in dein Land. Da haben wir diesen Monte-Fail. Du hast Mana, ja, du kannst bei Yu-Gi-Oh! Kannst du ein Monster legen, was bis zu 4 Sternen hat. Und dann musst du dieses Monster opfern, um ein größeres Monster rufen zu können. Du hast auch irgendwas, was du bezahlen musst, um deine richtigen Monster rufen zu können. Vorher hast du kleinere. Es gab aber den Power Creep, das heißt, die 4-Sterne-Monster wurden immer stärker. Dann gab es auch noch die Effektmonster, die immer stärker wurden, wenn sie weniger Sterne haben. Oder Effektmonster, die du von der Hand aktivieren kannst. Das heißt, ja, dieses ganze Tribut- und Kostensystem wurde bei Yu-Gi-Oh! Irgendwann ausgehebelt. Ursprünglich gab es aber ein Tribut- und Kostensystem, auch in Yu-Gi-Oh!
wo du hergekommen bist, weil hier hast du dein Anrecht auf ein gutes Leben verwehrt. Nachweislich gewaltbereite, mehrfach verurteilte Migranten wie in Brockstedt hilft kein Resozialisierungsgesetz mit speziellen teuren Maßnahmen. Da hilft am besten Abschiebung. Da wurden einige Szenen von Monte gezeigt, wo dann gesagt wurde, guck mal, das, was Monte gesagt hat, das hat auch mal einer von der AfD gesagt. Monte ist saugefährlich. Und das ist ein bisschen komisch, denn ja, Monte möchte straffällige Ausländer abschieben. Weißt du, wer das noch möchte? Unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Das hat. Du wirfst immer deinen Beyblade auf die Karten, genau. Das muss man dann machen. Das ist auch die neue Regel. So, da seht ihr. Olaf Scholz, ihr habt's gesehen. Hat er nämlich schon Monate vor deinem Stream gesagt. Warum hast denn du deine Aussage von einem AfD-Politiker eingeblendet und nicht die von Olaf Scholz? Hat es nicht so ganz in dein Framing gepasst oder wie möchtest du uns das Ganze erklären? Auch ich bin natürlich mal wieder sehr, sehr böse. Es ist wirklich, es ist nicht mal an so Tagen wie heute. An Tagen wie diesem. Ach, okay. Nicht mal in so Streams wie heute, wo ich über so ein sensibles Thema spreche, das mir sichtbar nahe geht, nicht mal an solchen Tagen, macht er halt. Er kennt keine Grenzen. So. Allein da dachte ich mir schon, hä? Du sitzt jetzt gerade in deinem Stream. Du bist in deinem Stream und redest über Dinge, redest über ihn die ganze Zeit und er geht in seinem Stream online. Geht online, das ist sein Job, online zu gehen. Und du sitzt da und sagst, jetzt geht er auch noch online. Und mir geht es heute schlecht. Wie kann er es wagen, einfach online zu gehen und über mich zu reden, während ich doch heute über ihn rede? Und man kriegt es nicht hin, das zu reflektieren. Was soll das überhaupt? Was ist das für eine Überhöhung? So, wie kann der es wagen jetzt? Mir geht's nicht gut und ich rede doch die ganze Zeit, ich schimpf doch die ganze Zeit auf ihn und über jeden, der ihn plattformt. Und jetzt geht der einfach online zur selben Zeit wie ich? Das geht doch nicht. Nicht mal an so Tagen wie heute zieht er irgendwo eine Grenze. Aber setzt sich dann in den Stream, während ich literally kurz vorm Heulen war, wegen der Situation mit Anni, und knallt dann hinterher raus. Wirklich. Er ist so ein Ekelpaket. Und sie hat recht. An dem Tag, wo sie diesen Stream gemacht hat, habe ich auch selber gestreamt und auf ihren Stream vom Tag davor reagiert, weil die halt gefühlt jeden Tag über mich spricht. Was soll ich euch sagen? Aber woher soll ich denn überhaupt wissen, was gerade in deinem Stream abgeht? Du hast mich gesperrt. Ich kann es nicht mal sehen. Es ist noch besser. Also hat sie ihn auch für die Videoübertragung gesperrt. Ich sitze hier und ich weine und es ist ihm egal, weil ich ihn geblockt habe. Er kann mich nicht sehen, aber es ist so gemein von ihm, dass er meine Gedanken nicht lesen kann. Zweitens hast du doch trotzdem im Stream davor wieder Lügen über mich verbreitet. Möchtest du mir jetzt verbieten, dass ich darauf reagiere oder dass du entscheiden darfst, wann ich das Ganze tue? Bevor ich live gehe, gehe ich doch nicht in deinem Stream, um zu gucken, wie geht's denn der gerade, über welches Thema redet die? Ist die gerade emotional aufgeladen? Weil dann sind ihre Lügen nicht so wichtig, muss ich auch nicht richtig. Stellen. Sie nutzt halt wirklich jede einzelne Situation, um sich irgendwie in die Opferrolle zu packen. Und ihr seht es ja auch in diesem Video, in dem Stream war sie nicht die ganze Zeit emotional. Die Hälfte der Zeit hat sie wieder Müll über mich gelabert. Ich frag mich auch immer, weil ihr gerade das Englisch ansprecht, ist das absichtlich so falsch ausgesprochen? Also ist das ein Stilmittel einfach? Es kann ja sein, dass es in der Szene unter ihrem Freundeskreis damals auch so Stilmittel war, einfach so englische Worte ein bisschen falsch auszusprechen, so wie dieses markante Really von Reason. Really? Ja, Villain, genau. Sie hat das Wort Villain ausgesprochen wegen Homelander. Dass Leute nicht merken, dass Homelander der, wie hat sie es ausgesprochen, Valian, der Valian ist, es heißt Villain. Aber es ist ein schwieriges Wort. So. Ja, schlimm, dass ich dann darauf eingehen möchte. Sie hat danach auf Moki reagiert. Das Ganze überspringe ich hier einfach mal, denn zusammengefasst ist es halt wirklich das hier. Ich bin ein sehr ruheliebender Mensch. Ja. Und obwohl ich seit 2012 als öffentliche Person im Internet tätig bin, habe ich noch nie einen meiner Streits öffentlich gemacht. Same. Ich bin seit 10 Jahren Influencerin und die gesamte Scheiße, die mir angetan wurde und das Öffentlichmachen von der ganzen Scheiße fing mit KuchenTV an. Meine Situation. Ich mache das auch schon seit 10 Jahren übrigens.
Nur so aus Spaß heraus habe ich angefangen, mit der PS4 Aufnahmen zu machen. Einfach so. Ich. Sie hat halt wirklich gefühlt in jedem Satz, egal was Smokey gesagt hat, immer wieder gesagt, ja, das ist genau wie meine Situation. Shoyoka, hast du nicht selber gesagt, dass man Betroffenen zuhören soll? Dann hör doch in der Situation Smokey zu, der es auch schlecht geht, anstatt alles immer auf dich zu beziehen. Das ist so respektlos Smokey gegenüber. Kommen wir mal zu was Lustigem, und zwar das hier. Was ich leider sehr schade finde, was besonders Helfer von Tätern wie Managements und Co. hier nicht so in Verantwortung gezogen werden, wie sie müssten. Meine eigene Agentur hat KuchenTV letztes Jahr im Sommer Placements besorgt, während er diese Hasskampagne gegen mich gefahren ist und ich... Hasskampagne. ...umziehen musste. Und das stimmt. Ihr Management hat mir tatsächlich einige Placements geklärt. An dieser Stelle wirklich vielen lieben Dank. Bestes Placement. Jede Zusammenarbeit mit denen war wirklich super. Leider haben die natürlich immer noch Shoyoka drin. Das ist ein dicker Minuspunkt, aber... Ob ich nur noch Tonspur... Du weißt, wie das heutzutage läuft, ne? Heutzutage kommt jemand und es geht ja nicht persönlich um mich an der Stelle. Und dann wird dann rumgemeckert. Auch wenn du ein Kuchenvideo guckst, wenn sie drin vorkommt, wird das trotzdem geclaimed. Schauen wir erstmal, was ist überhaupt passiert. Ich bin gebannt, ihr seht das. Inhalt dieses Kanals wurden auf Anfrage des Urheberrechtsinhabers entfernt. Wir lassen das Kuchenvideo einfach so laufen und dann kann keiner sagen, hier in dem Bild ist was zu sehen. So, es ist ja ein Kuchenvideo. Der Gefangene von Azkaban, ja. Sehr sympathische Leute, Top-Mitarbeiter, sehr professionell. Ich kann nur positiv über die reden. Machen wir jetzt aber mal weiter. Zu den Gerichtsprozessen sagt sie das hier. Ich habe einstweilige Verfügungen gewonnen und dann ist es halt ein Fehlurteil oder ein einzigartiges Urteil seit der Begründung der Bundesrepublik Deutschland oder es ist ein loster Richter. Und das ist richtig, das haben wir gemacht. Wir haben uns darüber beschwert, wenn wir gegen Shoyoka verloren haben, weil es teilweise einfach nicht nachvollziehbar ist. Jetzt hat sie ja aber auch gegen Tobias Hoch verloren. Das Urteil hat sie ja bestimmt angenommen. Wäre ja weird von ihr jetzt das Gericht zu kritisieren. Die einstweilige Verfügung vom Landesgericht Hamburg, die wurde jetzt einfach erlassen. Das Gericht dort hat es nicht als wichtig erachtet, mich nochmal in dem Thema anzuhören und finde mich halt jetzt in der Situation wieder, in der ich nicht mehr über mein eigenes Trauma. Nee, ich wurde nicht von Askeron gestrikt, aber ich hatte Askeron bereits im Dezember, glaube ich. Im November, Dezember hatte ich ihn bereits hier. Schon. Also, ich hatte Askeron hier, bevor er berühmt wurde. So. Seitdem ignoriert er mich auch, aber will ich ihn zurückhaben? Nein. Also. Sprechen kann, in denen ein Gericht entschieden hat, mir diese Möglichkeit zu nehmen. Das Gericht ist schuld. Die haben mich gar nicht angehört und sie verbieten mir, über mein Trauma zu sprechen. Bro, du bist ja schlimmer als wir. Und diese ganzen Sachen waren übrigens auch gelogen. Das habe ich schon in anderen Videos richtig gestellt. Ja, keiner verbietet dir, über ihr Trauma zu reden. Ja, haben also, wir auch schon sie geguckt. Kritisiert bei uns, dass wir die Urteile nicht annehmen. Sie nimmt aber selber die Urteile nicht an, wenn sie verliert. Ja, wow, du bist ganz anders als wir. Die er davon überzeugt hat, dass er mich erst dann wieder in Ruhe lässt, wenn ich aufhöre, darüber zu reden, wie es mir geht. Und das ist Machtmissbrauch. Das, was KuchenTV macht, ist tatsächlich psychische Gewalt und psychischer Missbrauch in aller Öffentlichkeit. Auch das stimmt einfach nicht. Das ist einfach das Framing von Shoyoka. Sie baut einen Strohmann auf, zieht ihre Schlüsse daraus, um mich dann irgendwie negativ darstellen zu können. Du kannst über deine Situation reden. Das will ich dir gar nicht verbieten. Mach das ruhig. Mach das den ganzen Tag. Das ist mir egal. Aber wenn du über deine Situation redest, dann musst du nicht in jedem Satz 30 negative Schlagwörter gegen KuchenTV mit einbauen. Da frage ich mich, ist psychische Gewalt und psychischer Missbrauch ein Straftatbestand? Weil dann könnte man ja versuchen, das einfach mal anzuzeigen und mal gucken, ob das Gericht sagt, ja oder eher nein. Nee, so, ne? Vielleicht mal. Oder es ist halt kein Straftatbestand, dann ist das nur wieder so ein Ding, was einfach in die Öffentlichkeit geredet wird, um irgendwem zu schaden. So. Du kannst meinen Namen auch komplett weglassen, wenn du darüber redest. Oder wenn du meinen Namen die ganze Zeit nutzt und mich falsch darstellst, dann wundert dich halt nicht, dass ich darauf antworte. Könnte man ja nach 1,5 Jahren gemerkt haben, dass ich dann auch darauf eingehe. Es wird aber wirklich noch schlimmer. Sie droppt nämlich jetzt das hier. Und dann wagt er es auch noch, meine Mod heute im Livestream zu schreiben. Ich soll doch bitte nicht über den Prank reden, den er gemacht hat mit der Gewalt gegenüber seiner Ex-Freundin, weil das belastet zwar nicht ihn, aber
aber seine Familie. Ja, Tim, rate mal, was mich und meine Familie belastet. Rate mal, in welchen Ausmaßen du Gewalt gegenüber meine Familie ausgeübt hast und dass du dich nicht schämst, heute mir zu schreiben über Askaron, dass ich bitte Rücksicht nehmen soll auf die Belastung in deiner Familie, während du über posttraumatische Belastungsstörung, die ich deinetwegen habe, Witze machst und dich besäufst. Und ja. So, der logische Fehlschluss ist hier, du fügst meiner Familie Schmerzen, also habe ich das Recht, deine Familie und Opfer Schmerzen zuzufügen von dir. Einem Opfer von dir? Ja? Macht das Sinn? Ich instrumentalisiere ein Opfer von dir, weil du mir... ob das jetzt moralisch so in Ordnung ist, ist fraglich, weil das rechtfertigt das nämlich nicht. Was sie gesagt hat, ist keine Rechtfertigung für das, was sie tut. Ja, sie hat recht. Ich habe Askaron einen Text geschickt und gefragt, ob Shoyoka bitte mal meinen Skandal von damals rauslassen kann. Ich persönlich stehe zu dem Fehler, ich habe Mist gebaut und ich muss damit halt einfach klarkommen. Aber meine Ex-Freundin hat nichts mit diesem Influencer-Sein oder der Öffentlichkeit zu tun und mein Sohn hat ebenfalls nichts damit zu tun und der soll auch damit in Ruhe gelassen werden, gerade weil er ja irgendwann noch in die Schule kommt. Genau, sie unterstellt ihm eine Straftat immer wieder, aber das potenzielle Opfer wird doch einfach die ganze Zeit instrumentalisiert, ne? Spreche über Opfer und nicht mit Opfern, ist ja auch ihre Devise, scheinbar. Da Shoyoka hier nicht die nötige Empathie und nicht den nötigen Respekt hat, einer Mutter gegenüber oder zumindest einem vierjährigen Kind, dieses Thema aus Respekt den Betroffenen gegenüber rauszulassen, die nicht an dieser Situation Schuld haben, ist halt unfassbar. Und ne Shoyoka selber droppt in diesem Stream dann das hier. Super. Das ist bestimmt ein tolles Aufarbeitungsvideo, das super auf die Betroffene eingeht, ihre Bedürfnisse respektiert. Es wurde bestimmt auch mit ihr gesprochen und gefragt, was sie braucht und wie man sie unterstützen kann. Hast du denn mal mit meiner Ex-Freundin gesprochen? Hast du sie als Betroffene mal kontaktiert und gefragt, wie ihre Bedürfnisse sind? Nein, hast du nicht, kann ich dir sagen, denn wir haben immer noch ein gutes Verhältnis. Und abgesehen von der Tatsache, dass sie dich übrigens auch absolut lächerlich findet, wurde da nicht mal in die DMs geslidet, um zu gucken, hey, findet sie als Betroffene das eigentlich okay? Und gerade eine Shoyoka, die sich über den Willen der Betroffenen hinwegsetzt und einfach solche Sachen droppt, ohne das vorher abzuklären, sag das hier. Und was für ein verkorkstes, narzisstisches Selbstbild du hast und wie unreflektiert und fernab es von jeglicher Realität ist. Bro, deine eigenen moralischen Grundsätze, deine eigenen Aussagen, die du droppst, lässt du links liegen, sobald es gegen mich geht. Aber ich bin narzisstisch, obwohl du dich hier über Betroffene hinwegsetzt, um mir schaden zu wollen. Das kann... Was Wenderley sagt, könnte stimmen. Es gibt, glaube ich, verschiedene Abstufungen von Narzissmus. Aber schon sehr, wenn du einem Narzissten Kritik gegenüberbringst, dann wird er mit dem Finger auf andere zeigen oder auf dich und versuchen, dich schlecht zu reden, beziehungsweise deine Errungenschaften schlecht zu reden. Oder er wird dir sagen, dass deine Errungenschaften eigentlich seine Errungenschaften sind und du ohne ihn überhaupt gar nicht so weit gekommen wärst. Sowas habe ich durchaus schon nachgelesen, ja. Aber es gibt verschiedene Abstufungen von Narzissmus und manchmal gibt es auch einfach nur narzisstische Eigenschaften, die man zeigen kann. Das ist alles immer sehr komplex und natürlich kann man von einer Eigenschaft, die eine Person zeigt, nicht gleich auf eine ganze Diagnose kommen. Ne? So Verhaltensmuster gibt es nämlich auch aus anderen Gründen. Kannst du dir nicht ausdenken. Und es geht auch noch weiter. Und wenn ihr mir jetzt kommt mit, ja, aber das liegt so lange her, er hat sich geändert, dann möchte ich gerne etwas dem entgegenzubringen. Hogwarts Legacy liegt so lange zurück. Komm doch mal drüber hinweg, dass ich dich dafür kritisiert habe. Hm? Hat sie doch gar nicht. Sie hat Kuchen doch gar nicht dafür kritisiert. Sie hat auf den Parabelritter rumgeritten und auf seinen Chat natürlich. Alles natürlich rechte Woman für Trump und Nazis. Es sind mittlerweile 1,5 Jahre. Ich glaube, nach 1,5 Jahren kann man drüber hinwegkommen, dass man für ein Spiel kritisiert wurde. Ich glaube, nach 1,5 Jahren kann man tatsächlich auch mal Entschuldigung dafür sagen, dass man einem Kollegen einfach sich über einen Kollegen lustig gemacht hat, dass man über den Chat sich lustig gemacht hat, über eine eventuelle Transperson, die im Chat geschrieben hat, sich lustig gemacht hat. Dass man die Leute die ganze Zeit Faschos und Nazis nennt, dafür könnte man sich auch mal entschuldigen nach 1,5 Jahren. Einfach für die Allgemeinheit. So, das geht ja gar nicht um Kuchen. Diese Sachen hat sie ja Kuchen nicht vorgeworfen, sondern einfach mal Leuten vorgeworfen. Und seitdem immer wieder irgendwem Täterkult vorwirft oder sowas, sich dafür auch einfach mal entschuldigen. So innerhalb der letzten 1,5 Jahre. Öffentlich einfach, so dass man das auch schön hört in so einem Statement und vielleicht es auch so meinen, damit die Leute vielleicht sich ein bisschen beruhigen.
Oder muss ich 2 Jahre warten? Ist es dann lang genug zurück? Bro, niemanden juckt Hogwarts Legacy. Ich glaube, in ihrem Kopf ist es wirklich so, dass wir sie heute noch wegen diesem Preis und wegen diesem Spiel kritisieren. Ja, das war vor 1,5 Jahren mal Thema. Das ist absolut richtig. Aber diese ganze Diskussion hat sich doch komplett verschoben. Niemand redet mehr darüber. Niemanden juckt dieser Preis oder dieses Spiel. Das war damals kurz Thema. Ey, wie kann man so fern von jeglicher Realität leben? Und es ist auch egal, wie oft du ihr das erklärst. Die wird immer wieder damit kommen, dass das der Grund ist, ne? Gut gealtert ist übrigens auch folgende Aussage in ihrem Stream. Dass KuchenTV vielleicht mal was in seinem Leben lernt. Und zwar, was passiert, wenn... Er hat, glaube ich, sehr viel in seinem Leben gelernt. Also generell, die Influencer haben ja in den letzten Jahren gelernt, dass sie miteinander Kontakt aufbauen. Das heißt, wenn einer sauer auf den anderen ist, die Influencer haben ja gelernt, dass wenn sie sauer aufeinander sind, das ist ja schon mal vorgekommen, der eine Influencer sagt was über den anderen, dann waren die irgendwie sauer und haben sich gehasst oder gebieft. Oder haben einfach sich ausgeschwiegen und waren heimlich sauer. Und dann sind die irgendwie auf die Idee gekommen, wir könnten einfach mal anrufen und könnten uns vertragen. Und der eine könnte sagen, weißt du, was mir da nicht gefallen hat? Du hast das und das in dein Video gepackt und das hat mich irgendwie verletzt oder das hat mir nicht gefallen. Das finde ich nicht gut. Und sagt der andere, weißt du was? Ja, ich hätte es einfach rauslöschen können. Machen wir einen Deal? Wenn dir irgendwas nicht gefällt, rufst du mich an und ich lösche das dann einfach aus. Und so haben Leute sich geeinigt, ne? Und dann funktioniert das auch. So weit haben sich die Influencer schon entwickelt. Es ist echter Sauhaufen, dass die sich einfach beieinander melden und einfach öffentlich so, also nicht öffentlich, aber privat, sich einfach so direkt sagen, so, du hast was getan, das stört mich und es tut mir weh und könntest du es bitte rausschneiden und, ne? Dann sagt der andere einfach so, ja, miteinander reden, einfach Beste. Das ist Gewalt, Erebos, das ist psychische Gewalt. Reden. Wenn man sich Menschen anlegt, die sich im Gegensatz zu ihm auf solche Sachen vorbereiten. Und in diesem Kontext möchte ich euch gerne einen Stream für Freitag ankündigen. Der legendäre Selbstzerstörungsstream, der angekündigt wurde, ja. So, die Sache ist ja auch, sie hat doch erklärt, warum sie dachte, dass Monte sie klatschen will. Aber da war dieser eine Clip mit dem, da klatsche ich, Digga. Wegen diesem Preis, ne? Nimmst du den Preis mit, da klatsche ich, Digga. Und weil er doch so gewalttätig ist. Da war doch dieses Video, wo ein Typ ihm gesagt hat, dass er ihn wünscht, er wünscht Monte, dass sein Hund stirbt. Und dann hat Monte diese Nachricht veröffentlicht von dem Typen samt Namen. So, dass jeder seiner Zuschauer wusste, welche Person Montes Hund den Tod wünscht. Das ist nicht gut ausgegangen für diese Person, die Montes Hund den Tod gewünscht hat, weil dem wurde die Nase gebrochen dafür. Dann lag er im Krankenhaus. Und Mont hat davon mitbekommen und der fand das richtig schlimm, dass er dafür verantwortlich ist, dass einem anderen die Nase gebrochen wurde. Das fand er, glaube ich, nicht cool, ne? Da hat er ein bisschen drüber nachdenken müssen, so. Ja, ich hätte die Nachricht zeigen können, aber nicht den Namen vielleicht, damit der Typ nicht zusammengeschlagen wird. Also was macht man auch nicht, ist auch nicht okay, aber ich glaube, Monte hatte das auch da verstanden. Er hat ja davon erzählt, dass ihm das passiert ist, dass er das gemacht hat, dass das falsch war und dass der Typ dann zusammengeschlagen wurde wegen ihm. Und dass er das nicht hätte machen sollen. Er lernt wenigstens aus seinen Fehlern. Das ist natürlich ein sehr großer, schlimmer Fehler. Aber hey, du schickst auch keine Mordwünsche an ein Tier oder sowas. Auf was für eine Idee kommst du, irgendwem irgendwelche Mordwünsche zu schreiben, Todeswünsche zu schreiben? Das ist echt krank. Und der Stream für Freitag wird KuchenTVs Leben verändern. Da könnt ihr euch sicher sein. Das wird großartig werden. Ich freue mich. Was ist mit den Videos, die durch das Noise Gate kaputt gegangen sind? Rendern die immer noch? Sind bei Mimi auf der Festplatte. Ich freue mich sehr drauf. Und hier hat sie tatsächlich absolut recht. Jo Leute, was geht? Ja, an dieser Stelle muss ich mich wirklich einmal bei Shuyoka bedanken, denn ohne diesen ganzen Content, den ich dauernd von ihr geschenkt bekomme, ohne diesen neuen Kanal, die ganzen Streams, wäre so ein Hotelzimmer für mich einfach finanziell nicht tragbar. Ja, hier riesige Wohn- und Chillfläche. Wir haben hier einen Kamin drin. Dazu dieses heftige Zimmer. Noah hat noch eine eigene Dusche und so weiter da drin. Die zeige ich euch jetzt aber mal nicht. Mehrere Fernsehanlagen natürlich. Dann das absolute Highlight. Ja, also erstmal diese heftige Aussicht hier. Ja, ich kann den ISO-Wert noch mal ein bisschen runter machen. Vielleicht sitzt er irgendwo mit ApoRed in so einer Streamer-WG und die teilen sich das Zimmer alle und kommen einzeln immer raus und flexen dann damit. Die einfach nur krass ist, wir haben eine eigene Sauna, einen eigenen Jacuzzi, einen eigenen Pool. Diese Rolli habe ich mir extra nur für diesen Urlaub hier nochmal geholt. Ja, weil Shuyoka mir einfach so viel Content gönnt und dafür wird... Gönnst du mit Kuchen im Urlaub? Leute, für kein Geld der Welt.
Was will ich denn da? Ich guck mir das an und denk mir, wofür bräuchte ich so ein Zimmer? Ich einfach vielen lieben Dank. Also ja, danke Shoyoka. Ich muss ihn wieder wegpacken. Mein Leben hat sich wirklich geändert. Absolut ins Positive. Und du bist mitschuld daran, dass mein Sohn einen unvergesslichen Urlaub machen kann. Ich danke dir. Es wird viel Spaß machen und wir werden mal rausfinden, wie belastungsresistent KuchenTV eigentlich so ist. Unendlich. Wenn man sich mal mit seinen Inhalten auseinandersetzt und was er so macht. Und wir werden einfach mal gucken, wie lang KuchenTV dieses Spiel Spaß macht. Bis zur Rente. Was bei dem Content wahrscheinlich nicht mehr so lange dauert. Die kann er dann früher anmelden. Dieses, dass konstant jemand über ihn redet. Und vor allem... Er liebt es. ...werden wir schauen, wie viel Spaß das Ganze macht, wenn die Gegenseite die Sachen sogar noch belegt. Shoyoka, es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Und jetzt mal so kein Front, aber ich würde dich jetzt wirklich langsam mal bitten, dass du wieder Content auf dem Shoyoka im Titelkanal hochlädst. Wie soll ich meine laufenden Kosten bezahlen, wenn du da seit 2 Wochen kein Video hochlädst? Jetzt setz dich endlich in den Stream, reagier auf Kuchenfights und lad da Videos hoch. Mir geht der Content aus. Mir steht's bis hier. So lange, bis er nicht mehr kann. Sind 2 Wochen nichts mehr gekommen. Wo bleibt der Content? Oh Mann, das ist aber schon geil, ne? Das ist schon geil. Mal sehen, wie sehr ihm das gefällt, wenn man immer weiter unendlich lang gegenüber ihn redet. Wo ist der Content? Jeden Tag ein Video, dass ich nicht lache, seit 2 Wochen nichts hochgeladen. Ja, auf dich kann man sich verlassen, ey. Ich find's übrigens lustig, dass ich 1:1 das gleiche über Shoyoka sagen könnte, wenn sie mal auf meine Videos reagiert. Sie würde auch sagen, ups, das ist ja alles belegt. Ja, da habe ich mich wohl doof verhalten. Würde sie trotzdem nicht, sie würde es wieder verdrehen, aber ihr wisst, was ich meine. Sie hat im Vorfeld auch schon ein Beispiel gebracht, was nicht bei den Kuchenfights ist, aber sie hat dieses Video hier nochmal eingeblendet. Als Kacklappen beleidigt, gerade ich würde halt sagen, ich gehe ja sehr sachlich damit um, weil du hast halt schon den Boys Club, ja, der schon größtenteils einfach sachlich ist und du hast halt die Gegenseite, die nur versucht, durch negatives Framing zu versuchen, den Ruf der anderen Person zu schaden. Shoyoka schwurbelt mal wieder die Welt, wie sie ihr gefällt. Oh mein Gott, ich wurde gedoxt und Tobias Hoch hat gesagt, in welchem Restaurant ich war und ich musste umziehen und alles ist so doof. Das ist einfach Shoyokas Intelligenz zusammengefasst. Ey, das ist doch kein gesundes Verhalten mehr. Vor allem, das sind immer die Einspieler zwischen den sachlichen Belegen, die sie rausgeschnitten haben. Das ist der Hammer, ne? Also, die haben nur die Sachen zwischen den... Klar, da ist gar nicht sachlich. Deswegen haben wir diese kurzen Clips zwischen der Sachlichkeit rausgeschnitten und zeigen die euch. Das muss man sich mal überlegen. Hä? Du hast gesagt, du warst immer sachlich, aber hier sind 3 Nebensätze, wo du nicht sachlich gewesen bist. Wie erklärst du dir das, Mr. Doppelmoral? Ey, es ist so dumm, ne? Wirklich. Shoyoka denkt da wirklich, dass sie einen Punkt hat, ne? Es ist unfassbar. Ja, was kann ich abschließend dazu sagen? Der Stream ist nicht gut gealtert. Ich glaube, sowas könnte man fast mit jedem Stream von ihr machen. Sie hat hier wieder gelogen, Sachen aus dem Zusammenhang gerissen, gegen etliche YouTuber gelogen. Sie hat seitdem mehrere Gerichtsprozesse verloren und die Kuchenfight-Seite war ein kompletter Schuss in den Ofen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Okay, thanks, bye. Yeah. Yeah. Das war ja grandios. Lassen wir einfach mal das nächste Video laufen. Super Mario Bros. 3. Where do I even begin to talk about this game? It's right up there with Super Mario World as one of the greatest Mario games ever made. Any amount of... Das ist ganz klar eindeutig Call of Duty. Ist es dieses Hogwarts Legacy, den wir immer mitbekommt, dass wir ja alle so besessen sind? Wir sind alle so besessen davon, von diesem einen Thema, dass automatisch solche Videos gezeigt werden. Weil wir nichts anderes haben in unserem Leben, als immer nur über diese eine Person zu reden. Wenn ihr euch diesen ganzen Reaction, das ganze Reaction-Zeug anguckt, ne, den ganzen Tag, ihr seht diese Videos auf YouTube, ihr guckt euch die Reactions zu den Videos, die ihr auf YouTube gesehen habt, nochmal an, ja? Nur weil es auch irgendwie Spaß bringt, sich aufzuregen. Ganz wichtig, danach auch einfach mal ein bisschen abschalten. Einfach mal ein bisschen. Diese Videos, die laufen ja unglaublich gut. Aber sowas gibt es selten in Deutsch. So, ihr findet das bei Adam01. Der hat richtig geile Nacherzählungen von Videospielen. Richtig schön lange auch. Da könnt ihr dann einfach mal zum Einschlafen 4 Stunden oder 4,5 Stunden Metal Gear Solid gucken. Wo ihr euch die gesamte Geschichte von Metal Gear Solid einfach mal in einem Video zusammenträgt. Mit einem Interview mit den Originalsprechern von Meryl und Snake.
Sowas ist geil. Da könnt ihr euch richtig geil bei entspannen.